Wiesbaden, Montagmorgen. Diese Männer haben eine Mission. Sie wollen eine Invasion stoppen. Noch ist es nicht zu spät, die Eindringlinge aufzuhalten, die sich rasend schnell vermehren. Deswegen lässt Christiane Jungken sie auch gern ins Haus. Denn die Herren von der kommunalen Mückenbekämpfung Kaps haben ihr im letzten Jahr ihren Garten zurückerobert. Die greifen richtig an. Wir konnten überhaupt nicht mehr in den Garten gehen. Es war unmöglich. Zu keiner Tageszeit war das hier möglich, rauszugehen. Schon gleich morgens bist du angefallen worden. Weil die Tigermücken, die kennen keine. Also die halten sich nicht an diese normalen Mückenregeln, ich komme erst gegen Abend, sondern die sind den ganzen Tag sind die am Start. Ja, es ist furchtbar, es war wirklich furchtbar. Das ist die Gesuchte, die Tigermücke. Klein wie ein 1-Cent-Stück, schwarz-weiß gestreift. Eher eine Zebramücke also und ein echter Plagegeist. Die zerstechen dich in 0, nichts und danach hast du richtig dicke Stiche hier. Sehr unangenehm. Ja, also die jucken einfach sehr, sehr lange. Man hat sehr lange davon. Ja, ich erinnere mich. Die Mückenbekämpfer kontrollieren alle 14 Tage die umliegenden Gärten. Von April bis September suchen sie nach neuen Gelegen von Eiern oder Larven der Tigermücke. Ja, da drin? Ich glaube, hier ist eine kleine Öffnung. Oh ja. Und der ist voll mit Wasser. Die Tigermücke legt ihre Eier immer an den Rand von wassergefüllten Behältnissen. Das können Regentonnen sein, das können Topfuntersetzer beispielsweise sein. Und wenn dann das Wasser in diesem Behältnis steigt, weil es beispielsweise regnet, dann können die Eier überflutet werden. Und das ist dann der Reiz für die Larven aus den Eiern zu schlüpfen. Bei der Eiersuche haben die Mückenbekämpfer einen Vorteil. Die Tigermücke ist faul. Sie fliegt maximal 200 Meter von ihrem Schlupfplatz weg. Trotzdem hatte Wiesbaden im vergangenen Sommer eine hohe Dichte an Tigermücken. So wie viele Gemeinden am Oberrhein. Die invasive Art breitet sich schnell und beharrlich aus. Und tatsächlich werden sie fündig. In einer ihrer aufgestellten Fallen finden sie abgelegte Eier. Die Holzstäbchen sind ein idealer Legeplatz für die eingewanderten Mücken. Sieht nach Tigermückeneier aus. Müssen wir im Labor noch mal genauer gucken. Ja. Aber könnten welche sein. Ja. Es sind nur ganz spezielle Arten, die auf dieses Stäbchen ihre Eier ablegen. Es ist eine einheimische Art. Und es sind auch zwei Buschmückenarten, die bei uns auch ebenfalls eingeschleppt wurden. Die Tigermücke stammt aus Südostasien. Eingeschleppt wurde sie vor allem durch Container, Züge und Reisende. Inzwischen hat sie sich auf allen Kontinenten ausgebreitet. In Deutschland findet man sie vor allem im Südwesten. Noch. Im Labor der Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung von Stechmücken untersucht Arthur Jöß die gefundenen Eier. 150 Mitarbeitende arbeiten im Anti-Tigermücken-Team. Die Holzstäbchen und die Menge der Eier darauf verraten ihnen, wo sich die Tigermücke gerade verbreitet. Bis zu 1500 Eier finden sich auf einem Stäbchen. Die Mücke vermehrt sich schnell. Etwas Wasser und nach einer Stunde schlüpfen aus den Eiern Larven. Nach 5 Tagen ist die Mücke fertig und potenziell gefährlich. Die Tigermücke kann verschiedene Viren auf den Menschen übertragen, wie zum Beispiel Denguefieber oder Chikungunya. Das passiert überwiegend in den Tropen, aber auch in Südeuropa, wie beispielsweise in Italien oder Griechenland, finden diese Übertragungen bereits statt. Und jetzt, wo die Menschen wieder nach Corona vermehrt in den Urlaub reisen, können sie natürlich auch die Viren entsprechend wieder zu uns ins Land bringen. Und wenn man dann noch die Tigermücke vor Ort hat, besteht natürlich die Gefahr der Übertragung. Damit das Tigermückenweibchen Eier legen kann, braucht es Blut. Die Mücke sticht daher alles und jeden in ihrer Nähe. Saugt sie Blut von einem Viruserkrankten, überträgt sie das Virus auf den nächsten Wirt. Die Tigermücke sticht nicht nur uns, sondern auch gerne andere Säugetiere oder Vögel, Amphibien, Reptilien. Und das macht sie natürlich auch gefährlich, weil dadurch kann sie von Vögeln beispielsweise auch Viren auf den Menschen übertragen. Viele verdächtige Mücken werden an die Kaps gesandt. Dabei ist nicht alles Gestreifte eine Tigermücke. Die heimische Ringelmücke sieht ihr ähnlich, ist aber braun und hat gefleckte Flügel. Erst das Mikroskop zeigt, ob es sich tatsächlich um eine Tigermücke handelt. Ja, wir haben ein paar Informationen. Die Biologen der Kaps bekämpfen dann vor Ort.
Situation, wie sie aussieht. Sie verteilen Informationsbroschüren und beraten Gartenbesitzer, wie sie sich vor der Tigermücke schützen können. Also jetzt schauen wir noch mal, was wir machen können. Also zum Beispiel hier die Gießkanne, da kann sich drin Wasser sammeln. Die drehen wir am besten einfach um. Und hier der Topfuntersetzer. Gut, wenn der ein Loch hat, der Topf, dann braucht man vielleicht auch keinen Topfuntersetzer. Dann könnten wir den jetzt beispielsweise mit heißem Wasser ausspülen. Dann würden wir nämlich die Eier auch sicher abtöten. Und dann können wir den vielleicht auch hier erstmal zwischenlagern, wenn wir den gar nicht bräuchten. Ah, okay. Das heißt, die Eier sind da drauf und werden bekämpft, indem ich die heiß abwasche. Richtig. 60 bis 70 Grad reicht. Okay. Dann werden die Embryonen in den Eiern abgetötet. Okay, dann haben wir jetzt hier das Spielzeug von den Kindern. Die trickreiche Tigermücke findet einfach überall ein Plätzchen für ihre Eier. Ist natürlich auch eine Brutstätte. Wird das regelmäßig gewechselt, das Wasser? Oh, nicht so wirklich. Nicht so wirklich, ne? Nee, dann müssen wir es jetzt ausleeren. Gut. Was sich nicht entfernen lässt, bekommt eine Spezialbehandlung. Was kann ich denn machen, wenn da Wasser drin steht? Also ich meine, das lässt sich ja schwer abschöpfen. Das lässt sich schwer abschöpfen. Ich denke, wir würden es einfach alle 14 Tage behandeln mit unserem biologischen Wirkstoff. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Die ultimative Waffe der CAPS-Experten ist BTI, ein biologischer Wirkstoff aus Eiweiß. Er tötet Stechmückenlarven, ist aber harmlos für andere Insektenarten, Tiere oder Menschen. Es ist jetzt ganz wichtig, dass die Leute sensibel werden für die Tigermücken, dass sie verdächtige Stechmücken am besten einfangen, im Gefrierfach kurz abtöten, uns Fotos davon schicken. Wir haben eine Chance gegen die Tigermücken. Es ist aber wichtig, dass alle da mitmachen, dass wir auf alle Grundstücke gehen können und dort die Brutstätten behandeln können. Dann können wir sie wirklich wieder zurückdrängen, vielleicht sogar eliminieren, und das sollte unser Ziel sein. Christiane Junken ist jedenfalls froh über den Besuch der Mückenbekämpfer. Dank ihnen hat sie ihren Garten wieder für sich, ohne Angriff der Tigermücken.